Er geht durch die Straßen eines kleinen Dorfes. Eine Frau kommt ihm entgegen. Sie weint. Er kann ihre Trauer nicht nur sehen, er fühlt sie auch. Es zerreißt ihm das Herz. Er greift in die Tasche, die er bei sich trägt, und gibt ihr etwas. Er geht weiter. Plötzlich bleibt er stehen, schnappt nach Luft. Er geht in die Knie und fasst sich an die Brust. Ein stechender Schmerz durchzuckt ihn, kaum auszuhalten. Dann wird alles schwarz. Er fällt hin, bleibt liegen und stirbt. Er rappelt sich mühsam auf, nimmt seine Tasche und geht weiter. Er geht über ein Feld. Statt Getreide sieht er nur verbrannte Erde und Schützengräben. Er hört Artilleriefeuer, Angst lähmt ihn. Er bleibt stehen. Ein dreckverschmiertes Gesicht sieht ihn aus einem der Schützengräben flehend an. Er greift in seine Tasche und reicht der schmutzigen Gestalt etwas. Er will wieder in seine Tasche greifen, um auch allen anderen etwas zu geben, aber er schafft es nicht mehr. Wieder ein heftiger Schmerz. Dieses Mal nicht in der Brust, sondern am ganzen Körper. Granatsplitter. Er fällt hin, bleibt liegen und stirbt. Eine andere Zeit, ein anderer Ort. Er geht durch die Straßen einer Stadt. Er hört Sirenen, Bomben, das Geschrei von Menschen. Er fühlt die Hitze des Feuers. Er fühlt die unsägliche Angst der Menschen. Ein Kind stolpert ihm entgegen. Es ist kaum zu erkennen unter der Schicht von Ruß, die es bedeckt. Schnell greift er in seine Tasche, holt etwas heraus und steckt es dem Kind zu, als es an ihm vorbeitaumelt. Dann kann er selbst nicht mehr gegen seine Angst ankämpfen. Er rennt weg vor der Verzweiflung, rennt um sein Leben. Aber er schafft es nicht. Er weiß nicht, wie oft er an diesem Tag verletzt, verbrannt, erschossen wurde. Er weiß nicht, wie oft er an diesem Tag verhungert ist. Er weiß nicht, wie oft er an diesem Tag erfroren ist. 10-mal? 100-mal? 1000-mal? 25.000-mal? Er weiß nicht mehr, wie oft ihn auch hier der Tod eingeholt hat. Irgendwann steht er auf und geht weiter. Er weiß, dass er nicht viel Zeit hat, bis ihm der Tod ein weiteres Mal das Leben nimmt. Er sucht die Menschen, denn seine Tasche ist noch voll. Ein anderer Ort, eine andere Zeit. Er sieht feiernde Menschen, er blickt in frohe Gesichter, er spürt, wie ausgelassen sie sind. Dann plötzlich hört er Schüsse, er wird überrollt von einer Welle der Angst, er fühlt die Panik, die all die Menschen um ihn herum ergreift. Etwas trifft ihn am Hinterkopf, er fällt zu Boden und spürt noch, wie man ihn ergreift und wegschleift, bevor er in Dunkelheit versinkt. Als er wach wird, weiß er nicht, wo er ist, keine Orientierung, nur Schmerzen, seine und die der anderen. Angst, Verzweiflung. Seine Tasche, wo ist seine Tasche? Er setzt sich auf, schaut sich um, sucht den Boden ab, da liegt sie. Erleichterung vertreibt für einen Moment die Angst und die Verzweiflung in seinem Herzen. Er greift hinein und fängt an zu verteilen, was er in seiner Tasche findet. Er verteilt an die, die verstört sind und wie er voller Angst. Er verteilt an die, die mit Maschinengewehren auf sie zielen. Ein Schuss löst sich. Dieses Mal fühlt er keinen Schmerz, nur einen dumpfen Schlag. Es wird wieder dunkel. Dieses Mal ist es keine Ohnmacht. Dieses Mal ist es wieder der Tod. Nur wenig später an einem anderen Ort. Wieder rennt er um sein Leben. Dabei weiß er gar nicht, wohin er rennen soll. Sie alle wissen es nicht. Nirgends sind sie in Sicherheit. Es gibt kein Entkommen. Raketen schlagen ein. Er kann nicht fliehen. Nicht vor den Raketen,
nicht vor dem Hunger, nicht vor dem Durst, nicht vor den Verletzungen. Auch hier holen sie ihn ein, Not, Leid, Elend und am Ende der Tod. Immer wieder. Und immer wieder steht er auf und sucht sie. Er sucht die Menschen, die, die voller Angst sind, die, die das Leid überwältigt, die, die an Körper und Seele schwer verletzt sind, die Opfer, die Täter auch, die, die den Frieden mit Füßen treten, die, die Frieden wollen, die, die Frieden machen. Er sucht sie, weil er ihnen etwas geben will. Er hat viel zu geben, seine Tasche ist noch voll. Er steht auf und sieht einen Arzt, der versucht, einer verwundeten Frau zu helfen. Er geht auf die beiden zu, die Hand schon in der Tasche. Auch dieses Mal kommt er nicht weit, ein paar Schritte nur, bis er wieder sterben muss. Wie, weiß er schon gar nicht mehr. Wieder bricht er zusammen, wieder versinkt er in bodenloser Schwärze. Er fällt mit den Gefallenen, Männern, Frauen, Kindern. Er ist der Gefallene. Er ist der Gefallene all unserer Kriege. Sein Name? Jesus Christus. Du fragst dich, was er wohl in seiner Tasche hat. Liebe, Güte, Gnade und Vergebung. Amen.